Wir sind alle gemeinsam irgendwo, irgendwann vor 4,5 Jahren gestartet. Vor 5 Jahren, für mich 5 Jahre. 5 Jahre! Und die meisten, die hier stehen und vielleicht zuhören, vertragen vielleicht auch die Wahrheit nicht, weil wir ja nur um die Symptome reden. Uns geht schlecht, den Rentnern geht schlecht, die Betriebe verlassen Deutschland, Facharbeiter, deutsche Facharbeiter verlassen Deutschland, 250 Personen jede Woche mittlerweile. Und unsere Regierung hat nichts weiter vor, in fremde Länder zu fliegen und Verträge zu schließen, um Facharbeiter herzuholen, die noch nicht mal lesen, geschweige denn schreiben können. Das sind Facharbeiter. Bleiben wir bei diesem Thema, was kontrovers bleibt. Und das bleibt Jahrzehnte noch kontrovers. Und das ist Corona. Mit Corona haben wir den Berg aus dem Wasser kommen sehen. Ich bleibe dabei. Jeder hat gesehen, jeder, weil er Angst hatte, was die da oben, die Marionetten oder die Eliten mit uns machen können. Und sie brauchen dafür noch nicht mal Gesetze erlassen. Sie erlassen einfach Verordnungen. Freiheits- und Grundrechte wurden nicht eingeschränkt. Ehrlich, uns wurden keine Demonstrationen verboten, laut Allgemeinverfügung. War nicht der eine oder andere dabei oder hat es sogar im Fernsehen gesehen, wie die Exekutive mit uns, die aktiv auf der Straße waren, umgegangen ist? Wir haben hier Menschen dabei, die getreten und geschlagen wurden. Schwangere Frauen geschlagen und getreten wurden, die noch nicht mal für Freiheit und Grundrechte demonstriert haben. Auf dem Kaiserdamm Fahrradfahrer sinnlos ins Schaufenster geschmissen wurden, weil es eine Allgemeinverfügung gab. Wir vergessen nicht. Und dieses Corona-Thema werden die, die sich haben impfen lassen, irgendwann auch nicht vergessen. Weil jetzt, 5 Jahre später, merken vielleicht wirklich alle, dass das, was hier passiert ist, vielleicht gesteuert ist. Denn wir wiederholen es immer wieder und wir haben alle, die hier stehen und reden, Wissen uns angeeignet, ob wir es wollten oder nicht. Keiner von uns steht hier an diesem Mikrofon gerne. Wir würden gerne unser normales Leben wieder haben. Ob es nun scheiße ist oder gut ist. Aber diesen Knochen würde ich gerne wieder aus der Hand legen. Aber wenn ich dann höre, laut einer japanischen Studie, können wir damit rechnen, dass wir 70 Millionen Tote haben werden, aufgrund dieser mRNA-Plürre. Und weiter, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist keine Impfung. Und wenn wir dann die Fernseher anmachen, und viele von uns tun es noch, dann hören wir genau das Gleiche. Impfung, Zulassung, Masken tragen, Abstand halten. Hört nur, was öffentliche Stellen euch sagen. Was haben sie denn gesagt? Dass alles ein großer Betrug war? Und dann kommen die Kinder, über die man ja nicht reden darf. Genau darüber reden wir, ob man nun Kinder hat oder keine Kinder hat. Die Kinder sind unsere Zukunft. Und damit hat man angefangen, unsere Kultur, unser Volk, unser Dasein zu zerstören. Weil wir alten Säcke, die auf der Straße sind und vielleicht ein bisschen was von uns geben, wir sind in 20, 30 Jahren nicht mehr auf dieser Welt. Lass die mal quatschen. Die geben wir Repressalien, die kriegen keine Jobs mehr, die kriegen Strafen und irgendwann sind sie nicht mehr da. Was machen sie denn mit unseren Kindern in den Kitas? Und viele Eltern schauen zu. Oder erfahre noch nicht mal etwas davon, was dort passiert. Mit diesen Begegnungsräumen, mit diesen Anfassräumen, mit diesen Schaukelspielchen. Was machen wir mit unseren Kindern? Wir erziehen sie um. Und wir lassen es zu. Wir alle gemeinsam lassen das zu. Wir lassen zu,
dass Teams in Schulen kommen und unsere Kinder diese woke Gender-Kacke beibringen. Dieses andere Leben, dieses Vielfaltsleben. Wir sind vielfältig. Dieses Land war immer vielfältig. Deutschland war immer offen gegenüber allen anderen Kulturen. Immer. Aber das, was jetzt passiert, ist gewollt. Das ist meine Meinung. Man kann es mir widerlegen, aber es fällt bestimmt schwer, dass das gewollt ist. Weil jeder denkt, Deutschland ist doch nur ein kleiner Punkt in Europa. Nein, Deutschland hat eine große Bedeutung. Aber das ist hohe Politik oder vielleicht ja, Geopolitik. Und wer befasst sich heute schon mit Geopolitik? Wenn man vielleicht 7-8 Stunden schläft, 10 Stunden arbeiten geht, danach noch 7-8 Stunden sein privates Leben organisieren muss, seine Kinder organisieren muss. Wer interessiert sich denn heute noch dafür? Gar keiner. Wir haben alle gar keine Zeit mehr, uns dafür zu interessieren. Wir machen einfach alles mit. Wir werden doch schon irgendwie durchkommen. Und genau das hat uns die 4,5 Jahre jetzt gezeigt, dass 60-70% wirklich alles mitmachen. Keiner macht mehr im Privaten seinen Mund auf. Oder viele nicht, wir ja. Wir machen immer, wir werden immer unseren Mund aufmachen, im Privaten, im Arbeitsleben. Kommt doch alle mal aus der Angst raus. Sie haben euch in 4,5 Jahren in der Angst. Und das Schlimmste bei uns Deutschen, jetzt kommt unsere Feigheit noch mit dazu. Wir machen es einfach mit. Wir reden hier über Parteien. War vorhin, vor 3 Stunden, das große Thema. Ich bin politisch. Ich bin parteilos. Weil diesen Mann habe ich noch selbst live gesehen und konnte mit ihm Worte wechseln. Weil ich auch in der FDP war und dachte, diese Partei, diese Liberale, wird ja irgendetwas anderes tun wie alle anderen Parteien. Seitdem diese Partei an der Macht ist, hat man gesehen, dass es eine Nuttenpartei ist. Sie macht alles das, was alle anderen machen. Und dann bin ich weg. Und habe gesagt, okay, wir beschäftigen uns mal mit diesem Land. Noch mehr, noch enger. Deswegen brüllen wir seit über 4,5 Jahren Frieden, Freiheit, Souveränität für unser Deutschland. Weil das ist die eine Ursache. Wir hören auf andere Mächte. Wir dürfen nicht alleine entscheiden. Und die Politmarionetten da oben machen nur das, was die Eliten ihnen sagen, schon seit Jahrhunderten. Oder fällt irgendjemandem was ein, was Parteien und Politiker 80 Jahre, so lange bestehen wir, glaube ich, etwas Gutes getan hat für uns? Gar nichts. Zu dem Geld hat der Herr vorhin auch gesagt, richtigerweise. Wir können uns hier über Steuern unterhalten, was wir verschwenden, was nicht zielgerichtet ist. Wenn wir wirklich neutral wären, hätten wir 1,2 Billionen Euro. 1,2 Billionen Euro. Das sind so viele Nullen, das hat gar keiner von euch jemals gesehen. Und wir streiten im Bundestag über ein paar Millionen Haushalt. Wo gehen denn die anderen Millionen eigentlich hin? Wir hatten vor 20 Jahren noch 800 Milliarden. Wir haben jetzt 1,2 Billionen Euro zur Verfügung. Und wir schaffen es nicht, dieses Land am Leben zu halten? Ist es so gewollt, dass viele jetzt nach oben kommen und uns erzählen wollen, sie sind die Retter? Ich stimme da überein. Wenn wir bei den Parteien bleiben, dann wählen wir doch alle die Partei, die seit kurzem unsere Worte von der Straße ins Fernsehen bringt. Der Ralf, meine Wenigkeit, Colette, Arthur Helius, der Uwe, alle, die hier auf dieser Straße deutschlandweit gesprochen haben, sprechen diese Probleme seit über 4 Jahren an. Und jetzt sind sie im Fernsehen. Und jetzt wachen manche langsam auf. Und jetzt kommt das, über was wir uns unterhalten müssen. Und Politiker sind die, die im Bundestag sich darüber unterhalten und uns ganz klar sagen, wir müssen Europa, die Welt global darauf vorbereiten, dass wir die Agenda 2030
eventuell 2040 gnadenlos durchziehen. Industrialisierung 4.0, Green Deal, Mittelstand weg. Mittelstand weg. Geht der Mittelstand im Moment weg? Ja, er ist verloren. Wir haben keinen Mittelstand mehr. Damit fängt es an, mit den Kindern ganz zum Anfang. Unsere Zukunft ganz zum Anfang. Sie wird darauf eingeschworen. Denkt jemand wirklich, die Grünen tauschen ohne Grund ihre Spitze aus? Sie tauschen diese Spitze nicht ohne Grund aus. Die beiden da oben haben ausgedient. Und jeder, der uns hier zuhört, sollte sich mit der neuen Spitze beschäftigen. Denn ich bleibe dabei, Wissen ist eine Hohlschuld. Wir müssen nicht alles vorkauen. Beschäftigt euch, wenn ihr schon mit der Politik geht, beschäftigt euch mit den Personen. Das ist so geplant. Bleiben wir bei der neuen Partei, die der Heilsbringer ist, die AfD. Wenn wir in einer Demokratie leben würden, in einer gelebten Demokratie, hätten wir im Land Thüringen einen Ministerpräsidenten, der Björn Höcke heißt, und eine Parteienkonstellation, die nur CDU, AfD sein kann. Das ist der Wählerwille. Und wer hört da drauf? Welcher Wählerwille wird hier akzeptiert? Keiner. Und wenn ihr euch mal umhören sollt, dann geht ins Internet, geht bei Tante Google, gebt bei YouTube mal Herrn Klaus ein. Michael Klaus. Der erzählt euch, was mit diesen Wahlen hier in unserem Land passiert. Der erzählt euch Dinge, die die Souveränität noch viel mehr beschreiben. Wir stecken alle 4 Jahre unseren Wahlzettel in eine Urne. Da verschwindet der. Und der Gewinner darf 4 Jahre lang mit uns machen, was er will. Deswegen sagen wir, wir können so lange diskutieren, wie wir wollen. Diese Souveränität von uns heraus in einem neuen Deutschland, in einer neuen BRD, die wirklich souverän ist, werden wir niemals herstellen. Jeder sagt, wir müssen mit diesem System arbeiten und leben. Und meine Vorstellung ist, aus diesem System heraus neutral zu werden. Und diese Forderung, die ich jetzt bringe, haben wir den ganzen Tag noch nicht gehört. Fragt euch, warum wir die NATO noch brauchen als Angriffspakt. Nichts anderes ist die NATO. Sie führen Kriege. Wozu müssen wir in der WHO bleiben? Wozu gehen Millionen Euros an die WHO, einer Nichtregierungsorganisation, die nur privat gesponsert ist? Raus aus der WHO. Und jetzt kommen wir nach meiner Meinung zum Wichtigsten, was ja kontrovers diskutiert wurde. Aber dafür wurde mal die AfD gegründet. Dafür ist die Parteichefin auch mal dort eingetreten. Nur zur Information 2013. Raus aus der EU. Das ist der Fortschritt, den wir nach vorne gehen würden als dieses Land. Lasst euch doch bitte nicht irgendwie erzählen im Fernsehen, dass es England schlecht geht nach dem Austritt. Jedem Land geht es erstmal schlecht, wenn man da rauskommt, um wieder nach oben zu gehen. Aber Sie können unabhängige Verträge wieder schließen. Sie können, so wie es mal war, EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann sind wir neutral. Aber solange wir auf andere hören, was wir hier in unserem Land zu tun und zu lassen haben, werden wir diese Neutralität nicht herstellen können. Deswegen stelle ich heute nochmal die Deutschlandfrage. Wir müssen das fragen. Wie sieht Deutschland aus in 5, 6, 7 Jahren? Ist diese Umvolkung, ist diese Abwicklung des deutschen Volkes nicht schon im vollen Gange? Fakten. Um eine Kultur aufrechtzuerhalten, brauchen wir 2 Kinder pro bio-deutschen Paar. 2. Wir sind jetzt bei 1,4. Der Uwe und meine Wenigkeit, wir haben uns in Oranienburg mit Herrn Krah unterhalten. Und der sagt es offen. Wenn wir das nicht hinkriegen, das wieder auf 2 zu erhöhen, ist unsere Kultur tot. Tot. Und jetzt können wir alle darüber spekulieren, ob 2014, 2015 Frau Dr. Angela Merkel
IM Erika oder wie sie auch immer heißt, die Grenzen mit voller Absicht aufgemacht hat. Es gibt genug Hinweise darauf. Wie sagt man so schön rechtlich? Indizien, dass es absichtlich passiert ist. Denn wenn wir uns die Asylstatistik ansehen, aus welchen Ländern kommen denn die meisten Asylanten? Aus Afghanistan. Nummer eins. Nummer drei ist Syrien. Wer ist denn auf Platz zwei? Die Türkei. Immer noch. Sprechen wir hier über Asylpolitik? Sprechen wir hier über das Dublin-Abkommen? Sprechen wir hier über das Schengen-Abkommen? Sprechen wir über unser Asylgesetz, Paragraph 16? Das sind drei Gründe, warum dieses Land niemals irgendwelche Asylbewerber aufnehmen könnte. Aber wir machen es trotzdem. Hunderttausendfach, millionenfach. Es könnte, es dürfte eigentlich gar nicht so leicht klappen. Und jetzt, warum es klappt? Weil wir hier nicht neutral sind, weil wir die ganze Zeit im Moment auf die EU hören. Wir haben nämlich EU-Gesetze und dadurch wird das Ganze übergangen. Wir hatten zum Anfang diesen Jahres Kommunal- und Europawahlen und wir haben noch nie so viele Parteien und so viele Politiker gesehen, die unbedingt nach Europa wollten. Und jetzt kommt mein zweiter Indiz. Sie haben es alle geschafft. Der ein oder andere von euch kennt bestimmt Carola Rakete, eine Nichtregierungsorganisation, die rechtlich angeklagt wurde und vorher Millionen Geld von uns bekommen hat, um irgendwelche Flüchtlinge an Land zu bringen in Lampedusa. Carola Rakete sitzt jetzt im EU-Parlament. Sie ist nicht nach unten gefallen. Sie wurde nach oben befördert. Warum? Halt deine Schnauze. Du kannst hier viel besser mitentscheiden. Wollen wir alle die Vereinigten Staaten von Europa? Wollen wir diese Staaten? Was ist Europa? Ist Europa 27 EU-Länder oder umfasst Europa 47 Länder? In meinem Ding sind es 47 und nicht 27. Ergo, Indiz, diese Nationalstaaten sind ein Hinderungsgrund, um weiterzumachen, um weiter zu entscheiden. Denn wir müssen uns immer überlegen, was sie jetzt im Moment tun. Sie halten ein Volk arm, Punkt 1. Oder sie halten ein Volk blöd, Punkt 2. Was passiert mit beiden Dingen? Sie können das Volk, die Menschen in diesem Land besser lenken. Und genau das passiert im Moment. Wir haben auch oftmals Politiker gefragt, privat, im Hintergrund, was würdet ihr denn tun? Solange die Deutschen tief schlafen und die Probleme nicht erkennen, wo das hingehen soll, können wir nichts machen. Sollten die Menschen endlich aufwachen und sie werden erst aufwachen, wenn es ihnen selber betrifft und auf die Straße gehen, dann könnte es ja sein, dass es kluge Menschen gibt oder eine Politikerkaste, die sagt, jetzt haben wir übertrieben, wir müssen zurückrudern. Ergo, wir sind die Lösung. Wir alleine. Jeder kann seine Meinung haben. Aber solange diese Meinung in den vier Wänden bleibt, wird hier nichts passieren. Diese Meinung muss nach außen. Diese Wut muss nach außen. Diese Hoffnungslosigkeit muss nach außen. Die Existenzangst muss nach außen. Die Lebensangst muss nach außen. Was passiert mit diesem Land, wenn wir so weitermachen? Wir werden eine riesige Arbeitslosenwelle erleben. Wir haben gar nicht genug Geld dafür. Fachkräfte hätten wir. Wir hätten genug Fachkräfte, die wir selber in diesem Land ausbilden könnten. Wir haben genug Jugendliche, die ohne Schul- und Berufsabschluss sind. Die könnten wir nehmen und zu guten Fachkräften ausbilden und nicht bei YouTube oder TikTok oder Blogger werden können, weil keiner mehr handwerklich arbeiten möchte. Schaut doch mal überall in der Kfz-Branche und. Die Stundenlöhne sinken nicht, sie steigen ins Unermessliche. Mittlerweile ist eine Monteurstunde 125 Euro.
Wer kann sich dort noch leisten, mal im Fachbetrieb sein Auto abzugeben? Und was erleben wir jetzt? VW in der Krise? Ha. Ist komisch, vor 2 Jahren schon gesagt, wir werden eine Automobilkrise haben. VW in der Krise, Mercedes in der Krise. Und die Politiker wollen uns erzählen, wir fördern die E-Standorte. Die E-Standorte? Hat sich denn schon jemand wirklich mit E-Mobilität beschäftigt? Mit diesem Quatsch? Mit das, was dort verbaut wurde? Diese E-Mobilität ist schädlicher wie jeder Diesel Euro 6 Klasse. Dafür arbeiten Kinder auf dieser Welt, um diese Autos auf die Straße zu bringen. Aber was viel wichtiger ist, und das hat uns ja Herr Tesla gezeigt, diese Dinge sind Datensammelmaschinen. Darum geht es ihnen, uns unter Kontrolle zu halten. Diese Dinger können alles auslesen. Kleines anderes Beispiel, immer wieder gebracht. Wir haben uns alle gefreut, wo die Ausländer die Bezahlkarten bekommen haben. Wartet ab, irgendwann haben wir sie. Wir haben uns gefreut, wo im Deutschen Bundestag gesagt hat, würde, wir brauchen mehr Sicherheit. Wir müssen überwachen, wir müssen die Dinge festmachen. Wir machen erstmal alle Bahnhöfe mit Kameras voll. Das ist unsere Überwachung. Das, was Herr Westerwelle sagt, mit dem Grund der Sicherheit können Sie uns jegliche Freiheits- und Grundrechte beschneiden und wir werden sie abkaufen. Wir werden es mitmachen aufgrund der Sicherheit. Nochmal, wir haben in diesem Land 230.000 Menschen aus anderen Ländern, die abgeschoben werden müssten. Sie haben ihren Abschiebebescheid schon in der Tasche. Wir haben darunter über 800 Menschen, die gemordet und vergewaltigt haben. Wo ist die Abschiebung? Wo werden sie dingfest gemacht? Wir können es nicht. Wir können auch unsere Grenzen nicht dicht machen. Denn seit Jahren gibt es den Bundesgrenzschutz nicht mehr. Diese Aufgaben muss die Bundespolizei mit übernehmen. Wir können also diese Grenzen gar nicht zumachen. Dieses Gequatsche von der Frau Faeser, wir machen jetzt mal unsere Grenzkontrollen weiter. Sie vergisst wohl, dass wir alle Handys haben, dass wir medial verbunden sind, dass wir heute schon überwacht sind. Das Gute ist, wir können in jedes einzelne Land gucken und die Grenzen sind frei. Dort steht keiner. Sie können hier weiter ungehindert reinkommen. Noch eins. Wir haben uns mal hingesetzt und haben geguckt, wo die denn überall herkommen, die Flüchtlinge, die bedrohten Menschen. Sie fliegen zu uns. Sie kommen mit dem Flixbus zu uns. Diese Möglichkeiten bestehen über Aserbaidschan und wie die Länder alle heißen. Dort wird noch nicht kontrolliert. Und dann kommen sie zu uns, 10 Kilometer an die Grenze und schmeißen ihre Papiere weg. So sieht es aus. Das ist die pure Wahrheit. Und Wahrheit tut immer weh. Deswegen muss man wirklich fragen, ist das gewollt? Ist diese Einwanderung, ist diese Umvolkung, ist diese Abwicklung unseres Landes gewollt? Man könnte den Anschein haben. Und genau deswegen sind wir auch auf der Straße. Aber wir, wie hier stehen, sind viel zu wenige. Weil keiner überblickt es, weil jedes Jahr oder jeden Monat ein Thema dazukommt. Wir waren alle gemeinsam zu Hunderttausenden auf der Straße, als Corona ausbrach. Viele Menschen hatten Angst. Viele Menschen wussten nicht, was in diesem Land passiert und sind auf die Straße gegangen und haben protestiert. Dann war Corona vorbei. Wir wissen jetzt, Corona wird nie vorbei sein. Aber nicht an dieser Krankheit, die es wahrscheinlich vermutlich gar nicht gibt, sondern anhand der Impfung. Aber die Menschen waren von der Straße. 2 Stunden, nachdem der Bundestag die allgemeine Impfpflicht nicht angenommen hatte, wurden wir gefragt, macht ihr jetzt noch Demos? Ist ja alles vorbei. Im April 23 kamen die Nächsten und sagten, jetzt sind ja alle Maßnahmen weg, jetzt können wir wieder nach Hause. Wirklich? War es so? Haben uns die letzten 4 Jahre nicht gezeigt, und die Susi hat es vorhin gesagt, wenn wir schon dieses Wort Menschlichkeit und Empathie in den Mund nehmen, sollten wir doch wirklich darüber nachdenken, ob es wirklich so ist. Nach meiner Meinung, nur nach meiner Meinung, haben die letzten 5 Jahre uns so verändert, dass die Ellbogen noch weiter rausgehen.
Die Ellbogen gehen raus, das Ego geht raus, jeder denkt an sich, jeder will sich durchkriegen und die paar Männekicken, die noch auf der Straße sind und für das kämpfen, werden auch noch angefeindet. Dafür waren wir auf der Straße, dass wir hier vielleicht jetzt noch mit 50 Mann stehen, vielleicht bei den Kameras noch mehr und sich das anhören und jeder da drin sagt, ja, hat er recht, ja, der hat auch recht, der hat auch recht, der hat auch recht, echt. Wir können uns nichts kaufen für dieses Recht haben. Wir brauchen die Menschen auf der Straße, das ist die Lösung. Sie können mit allem planen. Sie können Kriege planen, sie können Pandemien planen. Sie können auch sehr schnell lernen. Aber sie werden niemals mit uns Menschen rechnen. Weil wir Menschen sind eigentlich andere Wesen, die ihren eigenen Gehirn haben, die ihre eigene Seele haben. Aber im Moment sagen viele, was sollen wir denn machen? Wir machen alles mit. Dann werden wir aufwachen in einer Zeit, wo keiner leben will. Ohne Bargeld, der kompletten Überwachung. Und wenn wir die Schnauze aufmachen, wird uns das Geld gekürzt. Das sagt die Agenda 2030. Das ist nicht meins. Das sagen Politiker. Das sagen EU-Politiker, deutsche Politiker. Da wollen sie hin. Dann kommen wir zur Überbevölkerung. Sind wir überbevölkert? Nie im Leben. Diese Welt könnte viel mehr Milliarden Menschen vertragen. Aber das will keiner. Das wollen doch die Eliten nicht. Ja, die Eliten, die diese Welt schon seit Jahrhunderten von Jahren führen. Und die haben sich seit Jahrhunderten von Jahren noch nicht geändert. Die Rockefellers, die Rothschilds, die Wahlbergs, die Orsinis. Sie haben sich nicht geändert. Sie haben ihre Ideologie nur weitergegeben. Denn halte ein Volk blöd oder halte ein Volk arm und dann kannst du es lenken, da wo sie hinwollen und wir werden unser Auskommen haben. Ihr werdet vielleicht auch Auskommen haben, wenn das durchgesetzt wird. Wenn ihr euch die Agenda 2030 anguckt und das sind genau 17 Punkte, steht ganz unten, ihr werdet alles haben in Europa. Ihr werdet eine schöne Wohnung haben, werdet eine 4-Tage-Woche haben, verdient mehrere tausend Euro im Jahr, im Monat, könnt hinfliegen, wo ihr wollt, ihr habt genug Freizeit, aber wagt es euch nicht, gegen uns zu kämpfen, wagt es euch nicht, den Mund aufzumachen, dann werdet ihr Repressalien erleben. Und genau dahin wollen sie, genau dahin. Diese Dinge, die sie in so einem Fernsehen zeigen, Matrix und wie die Filme alle heißen. Sie werden doch schon teilweise umgesetzt. Wollt ihr wissen, wo es ist? Fliegt nach England. Da ist es schon seit ein paar Jahren. Da ist jede Straße voll mit Kameras. Wollt ihr noch mehr Länder? Denkt ihr wirklich, uns geht es hier schlecht? Dann fliegt mal nach Singapur oder Bangkok. Wenn ihr dort einreisen wollt, werdet ihr biometrisch gescannt. Von oben bis unten. Auch die Iris, alles, was ihr am Körper habt. Und die Bürger dort, die haben eine ID-Card, alles Verschwörungstheorie, mit einer Nummer. Damit machen die alles. Im RBB kam vor 2 Monaten eine Sendung, das Punktesystem in China ist doch gar nicht so schlimm. Ich habe es mir angehört, die 30 Minuten. Dort wurde denn gesagt, naja, wenn du mit dem Zug fährst und ein bisschen Dreck machst, dann kann es sein, dass du 2 Monate lang keinen Zug fahren darfst. Aber ist ja nicht so schlimm. Wollen wir das? Das ist Überwachung. Sie können heute schon alles überwachen. Ihr macht euer Handy an und sie wissen, wo ihr seid. Ihr macht euren Standort an und ihr seid noch genauer. Für den einen oder anderen, scheißegal, machen wir seit Jahren. Uns hat es nie gestört. Sollen sie doch wissen, was wir machen. Sie können Computer herstellen, sie können KIs herstellen. Die KIs werden die letzten Monate und Wochen gefördert von der ganzen Welt. Irgendwann fallen die ersten Jobs weg und alle denken, was passiert denn jetzt? Wir haben gar keine Leute. Wartet ab, die Roboter werden die Arbeit übernehmen. Für die Jugendlichen vielleicht oder für die noch nicht so Alten. ChatGPT kennt jeder. ChatGPT hat jetzt einen IQ von 185. Vor 3 Monaten hatte er noch einen IQ von 166. 185. Er lernt also selber.
Er lernt durch alles, was er macht, selber. Die KI wird irgendwann so weit sein, dass sie selber von sich lernt. Wollen wir das? Dass wir hier rumlaufen und die Exekutive wird von Drohnen abgesetzt, so wie es in Bangkok und Singapur schon ist. Dort sieht man Drohnen, die die ganze Stadt überwachen. Woher habe ich das? Ich kenne jemanden, der das Geld noch hat, um dahin zu fliegen und zur Formel 1 und sich das anzugucken. Der Mann war die letzten Jahre für die da oben. Er kam jetzt wieder und sagt zu mir, Herr Streck, das macht mir Angst. Das erste Mal, dass ich jemanden sehe, der alles mitmacht, der gut verdient, der gut konstituiert ist, der dann sagt, das möchte ich nicht. Wir können es uns alle noch nicht vorstellen. Aber vielleicht die Berliner unter euch, die letzten Tage waren die Banken ein sehr großes Problem, um Bargeld zu bekommen. Gewöhnt euch dran, sie werden das Bargeld langsam aus uns rausziehen. Denn die EZB ist schon lange soweit. Und andere Länder haben die digitale Währung schon längst eingeführt. Russland zum Beispiel. Die guten Russen, ja, die haben schon eingeführt. Und andere Länder auch schon. Indien hat die digitale Währung auch schon eingeführt. Und bei uns werden sie es wahrscheinlich so machen, sie werden das Bargeld nebenher laufen lassen und dann werden sie es auslaufen lassen. Und gleichzeitig entscheidet nicht mehr die WHO über irgendwelche Gesundheitsvorschriften, über die sogenannten GDVs, sondern die UN. Ich habe vor 2 Jahren bei einer Demo gesagt, passt mir auf die, die nicht so öffentlich sind, die nicht so offen rauskommen. Dazu gehört die UN. Die UN entscheidet das nämlich jetzt, weil die viel größer ist. Und die Gesundheitsvorschriften besagen, wenn wir hier in diesem Land eine Pandemie haben wollen, dann entscheiden genau 3 Leute darüber, ob wir eine haben oder nicht. Sie probieren es immer wieder. Sie probieren es mit Affenpocken. Die haben wir alle noch weggelächelt. Dann haben sie das Wort genommen, wie es genannt wird, M-Pox. Hat auch keiner dran geglaubt. Versteht ihr, was ich damit meine? Wir sind immer noch in Angst und viele werden das mitmachen, solange wir nicht dagegen aufbegehren. Aber wie lange sollen wir noch warten? Wie lange müssen wir noch warten, bis irgendjemand sagt, es reicht? Mittelstand? Wo sehen wir denn hier noch den Mittelstand? Agenda 2030, der Mittelstand muss vernichtet werden, um Großkonzerne nur noch in einem Land zu haben. Weil Großkonzerne sind besser zu lenken, so wie wir. Und genauso wie der Ralf, habe ich auch mit vielen Ausländern gesprochen. Das ist immer so ein ganz heikles Thema. Aber das ist überhaupt nicht heikel. Ich kann jeden verstehen, der hier seit Jahren lebt, die doppelte Staatsbürgerschaft hat. Das übrigens das einzige Land in Europa sind wir, die deutsche Staatsbürgerschaft und die doppelte Staatsbürgerschaft haben. Die sagen ganz offen, wir machen so lange mit, wie lange wir hier können. Wir schicken unser Geld jeden Monat in unsere Länder und wenn wir merken, dass hier gar nichts mehr geht, sind wir weg. Das sagen die ganz offen. Gleichzeitig gibt es Ausländer in dieser Stadt, die selbst in Neukölln und Kreuzberg wohnen, die sich aufregen, wie viele Ausländer wollen denn noch meine Nachbarn werden? Genau das sind die Ausländer, die hier herzlich willkommen sind. Die hier drinnen sind in unserem Land, unsere Werte und unsere Tugenden schätzen. Noch mehr wie wir Deutschen mittlerweile. Ich unterhalte mich viel mit diesen Menschen, die besser Deutsch können wie Deutsche. Die sagen, wann kommt ihr Deutschen endlich aus eurer Komfortzone raus? Wann bewegt ihr euch endlich mit eurem Arsch? Den braucht man zum Beispiel diese Souveränität nicht mehr erklären. Die sagen es selber, wann kümmert ihr euch endlich um euer Land und holt euch eure Souveränität zurück? Das sind die, die hier gerne leben, die hier gerne wohnen, die in Frieden leben wollen. Natürlich wollen die alle Abgaben zahlen, die wollen in Urlaub, die wollen in Frieden gelassen werden, die wollen mit uns zusammenleben. Das sind Fachkräfte, die sind weitergebildet, ja? Die sind ausgebildet, die sind im Handwerk und, die arbeiten alle. Das, was wir nicht wollen, ist die ungehinderte Einwanderung hierher, die nur die Sozialsysteme ausnutzen und dann Urlaub machen in den Ländern, wo sie geflüchtet sind. Genau das wollen wir nicht, das brauchen wir nicht. Aber wo stärken wir denn unsere Kultur? Familie wurde vor 4,5 Jahren angefangen zu zerstören. Weihnachten steht vor der Tür, liebe Leute.
Wer geht denn noch gerne zu den Familien, die unter Corona gelitten haben, wo denn der Oma, die Opa oder der Oma sagt, nur mit Maske. Dein Sohn auch, sonst tötet er uns. Was erwiesen ist, was nicht stimmt. Und wir werden noch jahrelang damit zu tun haben. Aber es war der Anfang. Es war der Anfang, der uns geteilt hat. Ukraine, Russland, wieder geteilt. Nahostkrieg, wieder geteilt. Parteien, wieder geteilt. Ich nehme uns mal alle, die seit Jahren auf der Straße sind. Und vielleicht die, die uns zugucken. Jetzt kommt der Kritische wieder. Wie könnt ihr es wagen, am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, was für mich immer noch kein Tag der Deutschen Einheit ist, weil wenn es einer wäre, dann wäre es der 7. November und sonst keiner. Aber ob wir geeint sind, das hat der Bundeskanzler Scholz schon beantwortet. Nein. Wir müssen dieses Land retten. Parteilos. Von unten nach oben. Aus diesem System raus. Das gelingt uns aber nur, wenn wir unsere Ärsche auf die Straße bewegen und die Kasten da oben zeigen, dass wir es nicht mehr mitmachen. Wir machen es nicht mehr mit. Sag doch einfach nein. Aber bitte, unsere alten und schwachen Menschen, für die wir immer auf der Straße waren, die müssen hier nicht mit her. Die sollen zu Hause bleiben, die sollen ihr Rentnerleben genießen. Aber welcher Rentner kann denn schon sein Leben genießen? Von 1.065 Euro durchschnittliches Renteneinkommen für 45 bis 48 Jahre Arbeit. Und jetzt kommen welche, die mir erzählen wollen, sie wollen die CDU wählen? Na denn wählt doch den Herrn Merz, den Deutschland- und Europavorsitzenden von BlackRock, eins der führenden Finanzdienstleister. Und hinten schließen wir gleich Vanguard mit an. Und dann haben wir die Eliten, die Verbindung zur Politik. Oder denkt ihr, wenn jemand von euch so viel Kohle verdient wie Herr Merz, der kommt freiwillig in die Politik zurück und fällt runter? Übrigens, wer es noch nicht weiß, Herr Merz war derjenige, der 1997 gegen schärfere Gesetze gestimmt haben, die in einer Partnerschaft bei Vergewaltigung oder ja, Missbrauch, dass sie nach oben gegangen sind. Er war dagegen. Er war auch dagegen und hat dagegen gestimmt, 2000. Er hat gesagt, auf alle Steuern, die Rentner zahlen auf alle Steuern, auf die Renten werden besteuert. Er war derjenige, der gesagt hat, Rentner können bis 70 arbeiten gehen. Vergesst das nicht. Herr Merz war der. Die CDU, die Christlichen. Wir stehen hier und haben durch den Ralf, durch den Stefan, durch alle, die hier sind, vielen lieben Dank, vielleicht hingekriegt, so einen ersten Versuch, Dialog statt Demo. Weil wir merken alle, dass die Straßen leerer werden, dass die Kraft weg ist, dass das Akku weg ist. Jeder hat in seinem Umfeld Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und die Politiker machen munter weiter. Das kommt noch dazu. Glaubt an euch, aber glaubt an keinen Dritten. Glaubt an keine Partei. Sie werden uns nicht helfen. Kommunalwahlen, Europawahlen, Landtagswahlen. Und es geht munter weiter. Es ändert sich nichts. Gar nichts. Weil wir sind die Veränderung. Wir sind das Souverän. Wir sind die Menschen, die das alles ändern könnten, wenn wir nur wollten. Und dafür herzlichen Dank an alle, die heute hergekommen sind. Aber eins zum Schluss. Wir werden weiterhin für unsere Alten und Schwachen auf die Straßen gehen. Wir werden für unsere Kinder weiter kämpfen. Immer wieder. Und wir werden immer wieder das Wort erheben. Aber wir wollen keine Zeiten mehr zurück, die wir schon in diesem Land hatten. Diese Zeit möchte ich nicht zurückhaben und möchte damit nichts zu tun haben. Ich bin nur ein ganz normaler Mensch, so wie der Ralf und alle anderen auch. Wir holen uns Wissen, wir verarbeiten es und wollen es teilweise weitergeben. Und wir haben die Chance dazu, uns Wissen zu holen. Wir haben so viel freie Medien mittlerweile, dass sich jeder Mensch, der uns hier zuhört, dieses Wissen aneignen kann. Eine andere Perspektive hören kann. Ob es nun Tichy ist, ob es nun Reitschuster ist, ob es ETVC Video und Content ist,
ob es der Beobachter live ist, ob es Maria ist, ob es ST News sind, ob es Weichreiter ist, der auch was macht. Jeder kann sich im Netz die Information holen. Jeder.